Im dritten Rennen hast du Loui Kuhr im Ablauf, die profitiert von der Erlaubnisfahrerin deiner Tochter. Der erste Start in der neuen Heimat war sehr zufriedenstellend. Danach hat er dazu zwei schlechte Formen stehen. Sind die erklärbar? Es sind erklärbar, ja. Wo ich mit ihr Achter war in Straubing, da habe ich ehrlich gesagt einen Start verschlafen und habe ungefähr 40 Meter auf dem letzten gehabt und dann kannst du nicht mehr, da war es so umplatziert. Und letztes Mal mit meiner Tochter ist sie anständig gegangen, ist in der Endphase festgesessen oder was und konnte eben aus dem Grund keine bessere Platzierung erreichen. Das Rennen schaut jedoch extrem schwer aus, sind also sehr gute Pferde drin. Aber sie geht besser, wie gesagt, wie der Formenspiegel und ich rechne trotzdem, dass sie ein Platzgeld ergattern kann.